Medizin in 5 Minuten. Heute die Alzheimer-Lüge? Fragezeichen. Insbesondere in den mündlichen Medizinprüfungen werden nicht nur reine Fakten abgefragt. Verständnis und auch die Fähigkeit, das Gelernte einzuordnen, werden sehr honoriert. Genau diesem Zwecke dient dieser Clip heute. Wir wollen eine Art Metaebene einnehmen, um ein wichtiges Prüfungsthema auch nochmal kritisch zu beleuchten, weil es gerade sehr aktuell ist. Also, die Alzheimer-Lüge, Fragezeichen, in 5 Minuten. Die Zeit läuft. Zurzeit wird von einigen Autoren die Sinnhaftigkeit der aktuellen Alzheimer-Forschung in Frage gestellt. Schlagworte wie die Alzheimer-Lüge machen die Runde. Anlass für diese sehr kritische Bewertung waren unter anderem Befunde, wie sie die berühmte Nonnenstudie hervorgebracht hat. In dieser Studie wurden knapp 700 amerikanische Ordensschwestern über einen langen Zeitraum untersucht. Die Untersuchung umfasste auch die histologische Analyse ihrer Gehirne nach ihrem Tode. Diese ergab, dass viele der untersuchten Ordensschwestern eine umfangreiche Plaquebildung aufwies, aber zum Teil bis zu ihrem Tode geistig sehr anspruchsvolle Aufgaben ausführten. Das heißt, die Plaquebildung korrelierte häufig nicht mit dem Symptombild einer Alzheimer-Demenz. Obwohl doch nach offizieller Lehrmeinung die sogenannte senile Plaque als charakteristisch für die Alzheimer-Demenz angesehen wird. Übrigens, der Hauptbestandteil dieser Plaque, die Beta-42-Amyloid-Eiweiße, geben diesen Plaques auch den Namen, weshalb sie nämlich auch oft amyloide Plaques genannt werden. Die Forscher schlussfolgerten damals, dass weitere Ursachen für die Entstehung von Alzheimer herangezogen werden müssen. Nicht zuletzt auch der Lebensstil. Ein anderer Aspekt, der von Kritikern angeführt wird, betrifft Ergebnisse experimenteller Therapieversuche. Nach der erstaunlichen Entwicklung von Antikörpern, die in der Lage sind, im Gehirn entstandene Plaque zu reduzieren, folgte die Enttäuschung. Experimentell kam es zu keinen klinisch signifikanten Effekten durch die medikamentöse Reduktion der Eiweißablagerungen. Wie kann all das nun gedeutet werden? Befindet sich die gesamte Forschungsrichtung tatsächlich auf dem Holzweg? Ist die Beta-Amyloid-Bildung am Ende gar nicht so bedeutsam? Bemühen wir uns um eine differenzierte Betrachtung. Die genetische Evidenz für die bedeutsame Rolle des Beta-Amyloids ist weiterhin gegeben. So wird bei der seltenen genetisch bedingten Alzheimer-Form die Erkrankung durch einen einzelnen Gendefekt zwingend ausgelöst. Alle beteiligten Gene sind in die Beta-Amyloid-Produktion involviert. Andererseits gibt es eine Genveränderung, die bewirkt, dass weniger Amyloid produziert wird. Menschen mit dieser Genveränderung erkranken auch, wenn sie ein biblisches Alter erreichen, nicht an Alzheimer. Ein Zusammenhang zwischen der Beta-Amyloid-Bildung und der Alzheimer-Demenz besteht also zweifellos. Jedoch wird die Wirkung des Beta-Amyloids heute anders betrachtet. Die, wenn auch in unterschiedlicher Menge, aber doch bei allen Menschen entstehenden Beta-42-Amyloid-Partikel stellen zunächst einzelne Fragmente, man sagt Monomere, dar. Diese verbinden sich zu kleinen Grüppchen, den Oligomeren, um sich dann erst zu größeren, unlöslichen Polymeren zusammenzulagern. Diese bilden schließlich die Plaque. Jetzt ganz wichtig. Durch die Beta-Amyloid vermittelte Zellschädigung wird weniger durch die Plaque als vielmehr durch die Beta-Amyloid-Oligomere verursacht, also die kleinen Zwischenformen. Diese wirken nämlich toxisch, indem sie die pathologische Veränderung des Tau-Proteins anstoßen, dem zweiten wichtigen Protein in der Pathogenese der Alzheimer-Demenz. Es ist seine pathologische Veränderung und Verklumpung, man spricht dann von Neurofibrillen, die zum Nervenzelluntergang führt. Diese veränderten Tau-Proteine sind für die Pathogenese somit bedeutsamer als die Plaques.
Anders als bei der Plaque korreliert die Verbreitung der pathologischen Tau-Proteine sehr wohl mit der Symptomatik. Da die Tau-Veränderungen aber durch die Beta-Amyloide angetriggert wird, bedarf es also der Anwesenheit beider Proteine. Doch zeigt all das, dass die Kritiker der aktuellen Forschungsrichtung völlig Unrecht haben? Vielleicht nicht ganz, denn es wird immer deutlicher, dass eine Risikoreduktion bei der Alzheimer-Erkrankung möglich ist. Aspekte der Lebensgestaltung und der Reduktion von Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Übergewicht, Altersdepression, Diabetes mellitus, körperliche Inaktivität, Rauchen und auch ein niedriger Bildungsstand stellen Ansatzpunkte dar. Das bedeutet viel, oh, hoppala, ich bin schon fast fertig. Nur noch ein klein wenig. Ich hoffe, Sie sehen mich noch. Das bedeutet viel lernen, also viel Wissen. Und das heißt unter anderem keine Volldigitalisierung der Kinderzimmer. Viel Bewegung, eine aktive und als sinnvoll erlebte Lebensgestaltung, eine gute soziale Einbettung, Zurückhaltung bei Nikotin sowie eine gesunde und ausgewogene Ernährung sollten in ihrer Bedeutung nicht unterschätzt werden. Aber lässt sich die Erkrankung mit dem richtigen Lebenswandel gänzlich verhindern? Diejenigen, die das umfänglich bejahen, sollten die Frage bedenken, die sich zwangsläufig aus der Bejahung ergibt. Nämlich trägt dann also jeder Erkrankte gar selbst die Verantwortung, um nicht zu sagen die Schuld für seine Erkrankung? Spätestens hier zeigt sich, dass eine einseitige Überbetonung des Lebensstils, der Krankheitsentwicklung und vor allem den betroffenen Menschen nicht gerecht wird. Andererseits schwächen aktuelle Studien auch eine schicksalshafte, genetisch determinierende Sicht auf die Alzheimer-Demenz. Sie konnten nämlich zeigen, dass ein gesunder Lebensstil das persönliche Demenzrisiko auch bei ungünstiger Veranlagung sehr wohl zu reduzieren vermag. Unser Resümee: Wissenschaft ist ein dynamischer Prozess, der von Höhen und Tiefen begleitet wird. Die aktuelle Forschung befindet sich auf keinem Holzwege, aber Rückschläge bieten immer auch Chancen für Perspektivenerweiterungen. Diese zeigen sich sehr wohl am Horizont. Auf die Frage Genetik oder Umwelt gibt es kein Entweder-Oder, sondern ganz klar ein Sowohl-als-auch. Und da macht die Alzheimer-Demenz keine Ausnahme. Alles Wichtige ist gesagt. Weitere spannende Themen unter der Rubrik Medizin verstehen hier. Und abonnieren können Sie uns auch. Und zwar einfach hier drauf gehen und unten im Text die Links zu unseren Online-Vorlesungen für verschiedene medizinische Fachgruppen. Vielleicht auf ein Wiedersehen.